Wir gehen zur Karte. Wir... Ach, das war's schon. Okay, cool. Hier die A-Ringe, ne? Weißt du Bescheid? Machen wir nicht. So, wir haben diese Welt durch. Jetzt gehen wir zurück in die salzige Welt. Ja, ja, die Fabrik. Ah, herrlich, wenn hier alles so läuft, wie es laufen soll. Hier fehlt auch noch unser spackiges Pflastermädchen. Das krallen wir uns mit dem 8-Bit-Meatboy. Aber nicht in dem Level. Kommen wir in einen Level, wo wir schnell durchkommen. Nehmen wir einfach mal den normalen Meatboy, ist jetzt auch wurscht. Ein Level, wo wir sicher durchkommen. Wird ja doch irgendwo ein Level geben, wo man sich nicht abmühen muss, um die alte frei zu kriegen. Machen wir nochmal das hier. Okay, ich habe meine Wahl getroffen. Wir machen das erste. Mit dem Meat Boy. Wie er leibt und lebt. Ach ja, die ist nicht am Spacken, also tot. Tot, sie spackt nicht. Tja, also ich muss sagen, dafür, dass mich das Spiel sehr oft richtig auf die Palme bringt, halte ich richtig tapfer durch. Also ich führe keinen Hauch von Aggression oder so, bis auch vorhin. Jetzt ein paar dumme Fails, aber ansonsten, ich bin gelassen, ich bin so ruhig. Ich könnte eigentlich schon fast schlafen, während ich zocke. Vielleicht bin ich auch so ruhig, weil ich einfach kaum gepennt habe letzte Nacht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Komm schon, krieg epileptische Anfälle. Pflastermädel, der Fleischjunge will dich zappeln sehen. Krümm dich vor spastischen Zuckungen. Und hör auf, einfach nur um Hilfe zu schreien. Komm ey. Das ist doof, dass es immer nur so zufällig ist. Oder ist das so alle 100 Tode? Ah, ich muss wieder kurz kratzen, darum gehen wir ganz gechillt. Und jetzt hätte ich mich aufgeregt, wenn die jetzt am Spacken wäre, weil ich jetzt einfach so in den Tod gesprungen bin. Ja, aber hey, man kann ja nicht wissen, ne? Habe ich mal wieder Schwein gehabt. Ich glaube, ich cutte das einfach, bis sie anfängt rum zu epilepsieren. Ab jetzt wird gecuttet. Cut! Ja, sie spackt endlich rum! Ich habe mir in der Zeit die Freiheit genommen und habe hier mal alles schön rot angepinselt. Jetzt bloß nicht sterben, Don. Ja! Ach du Scheiße. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Alter! Das gefällt mir nicht. Das ist ja behindert, ey. Ja, das war auch behindert. Scheiß die Wand an. Oh, das muss ich mit Meat Boy schaffen. Oh, Hilfe! Ah, dass der mal da festhängt! Nein! Das war eigentlich eine gute Idee, damit zu da einfach so dran näher zu hüppeln. Hm.
Nein! Nein! Ich hasse dieses Level. Ich wünsche, dieses Level wäre tot. Wie Meat Boy. Na, kannst mal sehen, was ich hier auf mich nehme, um euch eine gute Show, um dir eine gute Show zu liefern. Zu liefern natürlich. Missgeburt! Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Raketen hasse? Das war's mit Seelenfrieden, ey. Und ich muss die Scheiße schaffen. Das ist ja der Mist. Sonst ist das Level wieder weg und ich muss hier nochmal warten, bis die Alte rumhampelt. Jetzt werde ich garantiert sterben. Oder auch nicht. Oh, jetzt werde ich garantiert sterben. Siehste! Ah, fahrt zur Hölle mit dem Scheiß, ey. Wer denkt sich diese verknackten Level aus? Wer hat sich diese scheiß Raketen ausgedacht? Ah, der sei verflucht. Mit zwei Leben kann ich es eigentlich schon wieder knicken. Was zum Geier, ey? Willst du mich verarschen oder was? Leck mich! Ich bin Meat Boy! Es ist doch voll Kacke! Boah, ich muss mich bei Laune halten, ey. Das ist gerade nicht leicht. Mann! Was für eine Levelbegrenzung ist doch voll für den Arsch! Das bringt geduldige Menschen wie mich zur Weißglut. Wenigstens komme ich hier schon mal hin. Hoch, hoch. Nein, nicht nochmal so eine Scheiße. Boah, leck mich doch fett, ey. Weil die Alte epileptische Anfälle hat, muss ich mich besonders kack hier rumärgern. Erstmal Schluck trinken. Ah, einen Schluck Kampfkakao getrunken. Wow, was war das denn? Mann! Mann, Alter, ich hasse solche Level. Natürlich trifft die Pissnelke. Mann!
Ich hüppel hier aber auch immer waghalsiger um die Ecke. Wah! Leck mich am Arsch! Ich bin doch gesprungen, du Penner! Ah, ey. Es macht gar keinen Spaß, sich über das Level aufzuregen. Es ist einfach nicht wert. Das ist doch... Da reg ich mich jetzt aber auf! Obwohl ich gesprungen bin, fällt die Pissnelke runter. Leckt sich diese scheiß Level nur aus. Das Spiel mobbt mich. Hättest du wohl gerne was? Ich bin auch gesprungen. Mann, Alter, ist das eine Affenpisse. Und grüß mir die Eier. Fick dich! Mann, ist das ein behindertes Level, ey. Level Design gibt eine Ohrlasche. Eine Nackenfletsche. Ein richtiges Kotelett in die Schnauze. Boah! Behindertes Level. Ich hab überhaupt keine Konzentration für so eine Scheiße. Ah ja, wir pinseln mal wieder alles fröhlich rot ein. Ah, du Behindi! War ein bisschen größer Behindi als Tele! Leben bringt Schande! Ja, mit Timmy verarschen geht's wieder. Wah! Alter! Meine scheiß Plattform! Oh, ich muss mich kurz kratzen, ey. Ey, da... Bei dem Spiel krieg ich Krätze. Uah! Kam die Scheißrakete noch mal von unten hochgeschniedelt. Wenn ich jetzt verrecke, dann werde ich aber sauer. Ja! Ja! Ah ja, piep so viel du willst, ey. Du kannst mich mal kreuzweise. Endlich. Endlich, ey.